Meine Leute, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt zur Wildlife Park 3, neue Folge und so, ne? Und ich muss mal ganz kurz schauen, wir werden jetzt hier nochmal, Geld haben wir aktuell tatsächlich genug, wir werden jetzt hier nochmal einen Weg machen, den wir da herführen, da durchführen, so, bitte sehr, hier auf die Dings, da rum ist da, okay. Ja, das reicht aber, ne? Ich denke, dass das... Na, das reicht schon, so, da kommen sie auf jeden Fall durch. Und ich habe jetzt gerade gespeichert und ich werde jetzt mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn wir tatsächlich stumpfen Dings hinballern. Ne? Das wir können es testen, ne? Und weil ich gespeichert habe, wenn er mir jetzt sagt, irgendwie eine Scheiße, ne, das hätte sie nicht machen dürfen, dann laden wir das natürlich entsprechend neu. Ich höre nichts, wobei ich bin auch gerade auf Pause. Das Aquarium, wo ist das Aquarium? Das setzen wir auch noch gleich daneben. Zim, wo ist der Eingang? So, bitte sehr. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich gehe mal auf Play. Moment. Play. Okay, es kommt keine Meckerei, ne? Von wegen Kampagne gescheitert. Was kostet das? Das kann man ja sofort updaten. Machen wir hier volle Lotte. Bitte sehr, hier machen wir ebenfalls volle Lode. Alles was geht, ne? Raubvögel, atropisch, alles, ne? Vom Allerfeinsten, liebe Leute. Und was haben wir hier an Preisbewertung? Sind genau richtig für mich. Preisbewertung sind genau richtig für mich. Ja, super. Ja, okay, haben wir da schon mal wieder ein bisschen mehr angeboten. Das ist eine gute Sache so, ne? Weil das hat ja mit Raubtieren nicht viel zu tun, ne? Und hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die meckern jetzt, ne? So, ganz kurz mal schauen. Jaguar ist ein Magengeschwür. Du Kleiner, wie kommst denn du an Magengeschwür? Wo ist der Doc? Doc, komm hier, ein Doc, da ist ein Doc. Doc, Alter, mitkommen hier. Der Kleine hat ein Magengeschwür. Ich weiß zwar nicht, wie der an Magengeschwür kommt, aber... Ja, reparier den mal. Aha. Ja, ich würde vermuten, der Magen sitzt ein bisschen woanders, aber das hatten wir ja schon des Öfteren hier auf dem wunderschönen Wildlife Park 3. Ist auf jeden Fall... Er lässt es sich gefallen, ne, und... was hier? Tigerweibchen. Okay, dann heißt es wieder zu Herde zu groß. Die wollen erstmal spielen. Kleiner, was willst du denn spielen? Jetzt sag doch mal, was willst du denn spielen? So. Gern etwas kratzen. Hier, Kratzdinger sind aber drin, ne? Ja, da ist auf jeden Fall eine Kratzgeschichte. Ja, kriegst du hin. Ich glaube an dich. So, okay. Okay, so, Infostand. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier aufs... Schilfkolben ist mir erstmal egal. Zu wenig Tiere, zu wenig unterschiedliche. Getränk war dürftig, okay. Recht leer, was die Tierwelt anbelangt, okay. Hm, hier wird es auf jeden Fall zu groß. Das sind unsere Leoparden. Aha. Mehr Parkdeko. Okay, mehr Parkdeko kriegen wir hin. Moment, hier Parkdeko. Ja, ein paar Steinchen hinstellen, summ. Auch noch ein paar Steine, hier ein bisschen Ameisenhügel und so, ne? Zip, gehen wir hier hin. Machen wir auch noch einen hin, ne? Vom Allerfeinsten hier, ne? Ameisen vom Allerfeinsten, liebe Leute. So, okay. Da wird die Herde zu groß, okay. Ist schwanger, super. Die weißen Tigerbabys geben ja richtig Asche. So, vielleicht sollten wir... Wie sieht das denn jetzt hier aus mit den... Mit unserem Kindergarten? Gehen da überhaupt Leute hin? Mhm. Hier gibt es auf jeden Fall Hotdog-Stände. Können wir denn hier noch ein... theoretisch... Noch ein Aquarium einfach stumpf hinsetzen? Dass halt die Vielfalt ein bisschen gegeben ist. Und dann machen wir hier auch nochmal ein... Vogelhaus, Zim... Haben wir zwei, ne? Egal, ne? Doppelt gemoppelt hält besser. Zam. Update, dann nehmen wir auch alles rein. Flum, flum, flum. Weil die Leute gehen ja nicht immer die gleichen Wege, ne? Kann ja sein, dass die irgendwie, ne? Okay, so. Und hier stellen wir auch noch. Wobei ein Infostand. Kriegen wir immer noch einen Infostand hin. Das wäre eine ganz gute Sache. Infostand, zip. Kommen die da hin? Also, ballern wir dann mal hier hin, oder? Moment. Ja, dann müsste das eigentlich passen, ja? Hier noch ein Infostand.
So, hier. Wo kann ich den hier nicht hinbauen? Also das verstehe ich nicht. Ah, hier steht eh schon einer, okay. So, nur Raubkatzen. Ja, ja, habe ich ja verstanden, nur Raubkatzen, ne? Und überhaupt sowieso, ne? Hier ist aber noch alles. Was hier, du willst eine Parkbank haben, ne? Shoppen und ausruhen. Okay, das kriegen wir hin, ne, mein Freund, pass mal auf. Hier, Flum, könnt ihr euch ein bisschen ganz gemütlich hier, ne, da hinsetzen. Schilfko ist mir erstmal total egal. Mal hier noch ein bisschen was zum Sitzen. Da haben wir schon, aber können wir mal einen daneben stellen, ne? Dann wird immer ganz gerne angenommen, ne? Guck, sitzt der Opa da drin, ne? Und, ne, Opa, wie geht's dir denn immer? Spannendes, entspannendes Plätzchen, neues Tier. Tierwelt ist dürftig, mehr Tierarten. Ja, Freunde, nicht. Ich habe Vorgaben. Ich muss mich an meine Vorgaben halten. Und ansonsten... gucken wir mal ganz kurz hier aufs Gästebuch, ne? Was sagt das Gästebuch, ne? Getränkeangebot war dürftig. Also die Leute, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, ne? Wir haben ja so viele, ne, Getränkedinger, ne? Wir können ja nochmal... Gibt es ja eigentlich... Das ist dann ein Restaurant, haben wir da nicht. Wir können ja... Obwohl, ne... Schilfrohr ist mir erstmal egal. Hier ist auf jeden Fall ein Restaurant. Wir können auch ein zweites Restaurant einrichten. Dann wird es mit dem Getränkeangebot wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Machen wir mal. Wir machen das mal so. Zim. Stein. Zim. Dann da durch. Zip. So, das ist verbunden. Ja, das ist verbunden. Hier war doch kein... Nee, genau. Das ist ein Kleidershop. Ne? Ganz kurz mal, wie ist denn hier so, zahle ich gerne? Achso, das war eine Kleidung. Gerne, gerne. Das ist, sieht aber alles ganz gut aus. Und hier machen wir jetzt nochmal ein Restaurant hin. So, machen wir ein Restaurant, Restaurant, Restaurant. Ist das ein Restaurant? Das war gleich ein Kleiderladen. Ne? Hier ist das Restaurant. So, können Sie schön aus Wasser gucken. Wuppdiwappdi, bitte sehr. Dann gehen wir zu unserem alten Restaurant, machen dann auch die Preise. Das ist nicht schön übertragen, ne? So, machen wir es hier ganz kurz mal Preisvergleich gucken. Wie sieht das so aus? Aber ich lese so viele gerne, das passt auf jeden Fall. Das heißt, wir hier, Zim, auf alle übertragen, wuppdiwappdi. So, bitte sehr. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob das auch schön genommen hat. So, dann geht es ja direkt zur Sache. Ja, ist alles im Angebot. Super. Ah, geht es auf 83 hoch, liebe Leute. Freut mich. Ist das Getränkeangebot auch ein bisschen besser? Aber warum sind unsere Tiere nicht auf 100%? Wer nimmt denn ab? Aktuell sehe ich aber keinen, der abnimmt. Wir sind auf 82 hoch, das finde ich. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen runter, aber hier sitzen wir doch perfekt. Guck dich doch mal an, liebe Leute, das ist hier. Ein Traumausblick hier, ne? Schmeffi sitzt so schön hier, ne? Und der haut sich eine Cola in den Kopf und die hat sich einen schönen Luftballon gekauft, ne? Und ja, finde ich prima, super. Das gefällt mir. So, kohletechnisch sieht es auch gut aus, muss man einfach so sagen. Hier die Memmen ab, ich will nicht, dass die abmemmen kommen hier. Ne? Wir haben aktuell echt genug Asche. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein, ne? Wuppdiwappdi, bitte sehr, es müsste reichen. Der geht da nicht hin, aber okay, und der müsste... Ja, dann nimmt ihr den Kletterbaum. Das sollte funktionieren. Ich denke mal, das sollte funktionieren. Wird das hier gut angenommen? Gewinn, ja. Unterhaltskosten, okay. Gesamt, ja. Was kostet so ein Eintritt? 13 Pfeifen. Kurz mal hier gucken. Preise sind genau richtig für mich. Okay. So. Hier sitzen sie schön. Hier müssten wir auch nochmal, glaube ich, ein paar... Man sitzt, lässt man ja gerne mal was fallen, ne? Und insofern müssen wir dann mal gucken, dass er noch ein bisschen von hier Sauberkeit dazu, ne? Wichtig, elementar, Watson. Ich würde ganz gerne... Was? Schilfrohr, das ist mir erstmal Peng. Ist mir Wumpe, mehr Bäume. Ja, das ist eine, Bäume ist eine gute Sache. Das, ja, hier so, Wupp, das ist doch eine schöne. Den finde ich echt toll, den Baum. Wumm. So, geht's dir denn gut? Ganz kurz mal schauen. Es ist recht kühl hier. Okay. Lass mal ganz kurz hier nochmal ein bisschen. Was war das? Erdreich? Erdreich, genau. So, wenn es dir tatsächlich zu kalt sein sollte, Kollege, dann, ne, kriegst du hier. Ich bin gnädig, ne? Weil Bäume mag ich halt sehr gerne. Dann kriegst du hier nochmal ein bisschen Wumdi-Wamdi, bitte sehr.
dann sollte das mit der Temperatur auch passen, ne? Okay, so. Was ist dein Problem? Wir zu wenig Tiere, ne? Mehr Parkdeko. Okay, Parkdeko kriegen wir hin. Mein kleiner Jesus hier, ne? Hier, kommt in meine Arme, ne? Was muss ich machen? So, hier, ich bin für euch alle da, liebe Leute. Und Panda, ja, wir haben eigentlich nichts mit Panda, ne? Was haben wir sonst noch hier? Was ist das denn? Ah ja, das ist wahrscheinlich für so ein, wie soll ich sagen, für so ein, ja, Audio-Traptorosaurus Rex Park, ne? Keine Ahnung. Hier nochmal eine schöne Laterne und schönen Dings der Bumster. Was ist das jetzt hier? Auch nochmal hier einen schönen Vulkan hin, ne? Und hier auch nochmal einen schönen Vulkan. Zippdi-wuppdi. So, mit Parkdeko sollt ihr totgeschmissen werden, Freunde. Mit Parkdeko, das kann man sich gar nicht vorstellen. So. Und auf 83, das finde ich gut, weil das unsere Tiere nur auf 85 sind. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Was ist das hier eigentlich? Gewinn. Einrichtung filtern. Was kann ich da filtern? Weiß ich nicht. Da gibt es da viele Läden, die wirklich Verlust machen. Die ganzen Getränkeläden. Die ganzen Getränkendinger machen Verlust. Ja, die ganzen Buden machen mal Gewinn. Ne? Aber ich will es trotzdem im Angebot behalten. Ne? Und dann, wenn mal nichts griffbereit ist, ne, dann irgendwie. Aber wenn ich das hier. Unterhaltskosten, Gewinn ein. Ja, immerhin, ne? Gelegentlich zieht sich da einer mal einen Drink, ne? Und das ist dann, ne, auf jeden Fall okay. So, mein Kleiner, ne? Das finde ich ja super, dass du, ne? Aber ich muss dich verkaufen. So leid es mir tut, die Leute. So leid es mir tut. So. Tierweltdürftig, ne? Ja, mehr Tierarten, neues Tier. Schneeleopardennachwuchs. Ne? Wird die Herde zu groß? Ne, die freuen sich erstmal. Doch, wird zu groß. Okay, Kleiner, es tut mir wirklich leid, aber. Hier steht ein Dock drin. Das Wasser ist ihm zu kalt, ja, das kann durchaus sein. Ja, aber das ist natürlich, ne, amtlich, ne, wenn es schön warm ist, dann ist es erfrischend kühl, ne? Aber ich will jetzt hier kein Heizgerät reinstellen, nur das Wasser zu kalt ist, ne? Also, Mama oder Memme, ja, ein dickes Fell, ne? Das sollte schon funktionieren. Was ist mit dir, ein neues Tier, ne? Weg mit dem Müll, das ist gut und das ist perfekt. Hm, ja. Dir geht's gut, ja? Wow, echt beeindruckend, ja. Super, super, super. Können wir denn noch, weil ihr seht, das mit den Cola-Flaschen auf dem Kopf ist jetzt echt weniger geworden durch das zweite Restaurant. Die wollen noch ein paar Bäume mehr. Das kriegen wir hin, finde ich auch. Bäume sind immer eine gute Sache. Nehmen wir mal hier, ne? Ach, das sind nur Sträucher. Hier noch ein paar Palmen hinstellen. Zim, zam, zom. Kleines Wäldchen. So, gucken wir mal. Geht's euch gut, Freunde? Mir geht's prima. Das wollte ich lesen. So. Ja, neues Tier. Ne? Wir müssen ein neues Tier sehen, ne? Mehr Parkdeko. Okay, also hier können wir auf jeden Fall ein bisschen Parkdeko hinstellen. So, Zip. Fächerpalbe an Milben, das ist schade, aber aktuell nicht zu ändern. Schau hier noch einen schönen Brunnen hin. Ah, was ist das hier? Oh, boah, voll das Monster. Oh, ja, passt doch. Da wieder, ne, zu schnell geklickt, ne? Was ist mit dir jetzt hier, ne? Neues Tier, mehr Pflanzen. Pflanzen kriegen wir hin. Flinsken, Zim, Zam. Wie geht's euch, Freunde? Mir geht's prima. Jetzt fängt das hier an schneien. Ich kaufe hier gerade nur Palmen und ja, Schnee, dass die bei dem Wetter natürlich, ne, richtig gut drauf sind, kann ich verstehen. Verkaufen, ja. Okay, reicht auch. Ist wieder weg. Joa, ist wieder weg. Okay. So, ihr seid einsam. Also das tut mir leid, das geht in meinen Schädel nicht rein. Hm? Mehr Zuneigung. Pass mal auf, wir können ja. Das ist ja. Ich würde mich gerne paaren. Pass mal auf, Kleiner. Dich nehme ich mal mit. Wo sind die Löwen? Hier sind unsere Löwen. So, dich schnappe ich dann auch mal. Du kommst mal mit, ne? Wir haben ja eine Mama, haben wir schon da drin, ne? Aber ein Papa fehlt noch. So, mal gucken, ob der Kollege jetzt hier. Wie wird's zu groß?
Wie sieht's hier aus? Ganz kurz mal schauen. Das ist aber noch okay. Okay, nehmen wir hier noch einen raus. Oh ne, ist aber schon okay. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine Mama-Löwe, Papa-Löwe, ne? Und, ja. Die freuen sich dann auch gleich. Ne? Gibt es wahrscheinlich den Nachwuchs, so wie das sich da gerade, ne? Ne? Clarence, ne? Kollege, ne? Also als Häufchensammler, ich hätte da, ne, ich hätte schon Bedenken bei den großen Raubtieren, ne? Oh, oh! Sex! Liebe Leute, Sex, das habe ich hier noch nie gesehen, dass sie so live am Poppen sind. Hier Pop, Piepshow, das ist, ja, dann dürftest du bald wieder schwanger sein, das finde ich gut, ja. Liebe Leute, mit diesem Sex-Skandal hier auf YouTube, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und gucken wir mal, dass das hier schnellstmöglich weitergeht. Warum die alle im Abmemmen sind, dass sie zu einsam sind, kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben jetzt Papa Mama da, wir haben ja tierisch viele Kollegen und, naja, aber das, deswegen sind die auch, ne, wahrscheinlich nur am... Wie sieht es denn hier bei dem anderen aus? Die Hand hat nicht. Panther hat nach. Oh, Schneeleoparden. Scheiße, scheiße, scheiße. Die poppen hier wenigstens gut. Ich meine, das ist ja prinzipiell auch in Ordnung. Aber, ne, die Leute, wenn die Erde zu groß wird, wird sie zu groß. Da ist sie aber, glaube ich, schon wieder weg. Magengeschwür. War da nicht ein Doc drin? Wo war denn jetzt der nächste Doc hier? Doc, Magengeschwür. Wieso kriegen unsere Löwen denn hier Magengeschwür? Das verstehe ich nicht. Okay, geht auch hin. Kann ich nochmal, ich will ganz gerne nochmal einen Kletterbaum reinstellen. Spielerei. Ja. Ach, den kriegte ich nicht genau, den der war ja nicht zu machen. Fuck, eigentlich echt scheiße, ne? Naja, okay. Liebe Leute, immer sieh mal ein Knipserchen auf Pause, ne? Und sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mal gucken, wie das hier wuppen. Die Tiere kommen so langsam und unsere Zuschauer. Liebe Leute, da oben steht es 86%. Wir brauchen noch 2%. Dann müssen wir gucken, dass unsere Tiere alle froh sind. Und dann können wir auch in die nächste Kampagne der Gamer, ne? Liebe Leute, in diesem Sinne, abonniert deine Freunde, haltet die Facker. Ciao, ciao, sagt euer Spiegel 50 und geht mal wieder in den Zoo, ne? Sagt er auch, ne? Ciao, ciao.